Planet Erde 2094, Entschuldigung, das ist wichtig für die Geschichte. Alle Menschen nutzen das Internet in irgendeiner Weise. Was? Punkt. Oh nein. So, und weißt du, was das bedeutet? Das stimmt schon mal. Entsprechend, ja. Der Cyberterror blüht. Ich meine, auch nicht unwahr. Es gibt Gerüchte von einer Elite-Sondereinheit im Untergrund, deren speziell ausgebildete Angehörige modernste Ausrüstung besitzen und den Kriminellen das Handwerk legen wollen. Diese Wohltäter, das sind Gänsefüßchen, der Gesellschaft, scheuen das Licht der Öffentlichkeit. Doch die wenigen Augenzeugenberichte beschreiben sie übereinstimmend als Frauen, die verschiedene Accessoires mit dem Aufdruck CG tragen. Wofür steht deswegen, das CG? Deswegen werden sie als CY-Girls bekannt. So, und jetzt haben wir direkt das Intro. Perfekt. Also nichts zurück, Mats? Nee. Vielleicht bekommen wir das jetzt nochmal genau gesehen, warum sie sich gedacht haben, dass sie Cy-Girls mit CG abkürzen müssen. Naja, ja, weil die Aufschrift CG tragen. Wobei das gerade aussieht wie so ein Intro-Video für irgendein Werbevideo für Umbrella. Oh, jetzt nicht mehr. Umbrella. Doch, jetzt sieht aus wie Resident Evil 4, der Film. Also, ich finde, das könnte auch ein Tekken-Intro sein. Stimmt. Oh ja. Wir mussten tatsächlich eins von... Also wir hätten dieses... Jawohl, da ist die Duschszene. Dieses Spiel hat zwei Discs tatsächlich. Oh, krass. Aber hat man halt ja nichts gesehen. Hat zwei Discs tatsächlich. Also. Eine Disc, auf der Ice Disc steht, und auf der anderen steht Asuka Disc oder Asuka Disc oder so. Und wie wird denn hier geschrieben? Weil es halt zwei Charaktere hier gibt. Und tatsächlich Asuka. Muss man ja. Für den Charakter, mit dem man spielen will, eine andere Disc einlegen. Was ja. Verrückt ist. Ich glaube, das sollte ein großes Ding werden. Ihr seht von Konami, entwickelt und veröffentlicht. Ich glaube, entwickelt ja. Auch. Zumindest sehe ich hier kein anderes Logo. Da steht doch Takara Corporate. Wird das nicht der Entwickler sein? Takara. Ach so, stimmt. Ja, ich aber das mal, ist doch nur Konami mit anderen Buchstaben. Ich gucke nochmal zusätzlich nach. So, ich mal presse mal den Starter und ich ja, habe. Ach, guck mal. Ja, aber nochmal. Die Musik ist schon mal gut. Oh ja, das ist wirklich. Das meinst du jetzt ehrlich gut? Easy. Fast normal. Ja, wollte gerade sagen. Wir probieren es mal auf normal, ja. Wenn ich ja, sehe. Ja. Select Camera Mode, ja, da nehmen wir doch auch mal. Automatically follow swing? Ja, ja. Manually operate with right an. Na, da finde ich auch ja. Das zweite Beste. Nee, aber ich bin First-Time-Player. Nee, aber willst du wirklich Kamerakontroller haben? Ich habe Vertrauen in dieses hochwertige Produkt. Warum hast du das? Das können wir bestimmt im Spiel auch noch umstellen. Bestimmt, hundertprozentig nicht. Garantiere ich musst dir an dieser Stelle. Du musst die zweite Disk einlegen. Das ist halt, weil das so ein PS2-Spiel ist, wo das noch nicht normal war. Alter, diese. So. Okay, ja, gut, dann machen wir den Expertenmodus. Eure Verantwortung. Aber jetzt lädt er erstmal. Okay, also Cy-Girls ist tatsächlich eine Actionfigurserie in erster Linie. Oh, erstmal die Erde. Aus der dann ein Spiel gemacht wurde, scheinbar. Oh, okay. Scheinbar. Huch. Was sollte das denn sein? Ein Satellit? Mit Flugzeuggeräuschen? Naja, weil der so schnell an dir vorbei ist. Wie ein Flugzeug. Also tatsächlich, Konami sind auch die Entwickler. Okay. Nee, das ist ein UFO. Triforce. Nee, ist ein Satellit. November 11th, 2058. Das ist ein Jahr vorher. Das Internet. Das ist dieses Internet. On that day, all sources of electrical power supply shut down. Das ist schlecht, das ist Apokalypse das ist einfach. Internet auch schlecht. In one short day of global electrical failure, the world's political and economic structures crumbled, and the entire planet felt a terror it had never known. Wo ist die Sonne eigentlich hier? Die ist aus, hast du gerade gehört. Elektrizität ist aus. Damnation Monday ist aber ein sehr guter Name dafür. Sag mal, ich habe doch gerade vorgelesen 2094 und da stand jetzt 2093 ja, und dann war für 26 Jahre lang kein Licht oder was? Was ist denn da mit dem Internet? Oh. Wow! Holy das ist shit. Aber cool. Also cool ist ein großes Wort für das. Weil das so aber es hat zumindest einen gewissen Stil. Ich finde, das hat was. Halb animiert ist. Ja, sie müssen sich hier noch ein bisschen mehr. Ich glaube, sie haben nur zwei Bilder gehabt. Nee, doch nicht. Aber das ist die Augen. Holy shit. Das ist eine Brille, die hat eine Brille auf. Die Augen. Das ist deine Entschuldigung für alles. Die haben noch alle Brillen auf. Das sind nur zwei, glaube ich. Ja, ja, ist halt Eis und die andere. Ja. Die halt nicht Fire heißt. Asuka. Aus irgendeinem Grund. Ist das Englisch? Yeah, ja, ja, das ist halt cooles Englisch. Das hätte aber auch ein Song in einem der Matrix-Filme sein können. Naja, das ist ja wahrscheinlich auch wieder davon mit inspiriert. Wobei, das zu glauben. So wie alles in den frühen 2000ern. Ja. Im Videospielbereich.
Gott, wie lange geht das? Dieser Stil ist halt ungefähr für zwei Bilder cool, ja. Und danach denkt man, ja, ist so lang. Ja. Aber wir wissen nicht, ob danach noch Story kommt, deswegen können wir sich überspringen. Sind wir auch schon fertig. Aber da, das ist doch ein bisschen animiert, ja, bis zu dem Punkt. Drei Reiter? Crazy. Alter, das mit den Brillen war einfach keine gute Idee. Guck mal, die hatten schon einen Directed by Credit. Das war bis vor ein paar Jahren noch ziemlich unüblich für Videospiele. Was? Dass es so einen Director gab. Okay. Also so viele Spiele fallen mir aus den 2000ern nicht ein. Selbst Ocarina of Time hatte Directed by, oder? Aber kann sein, dass es Game Director dann hieß. Ja. Das ist jetzt der Vorspann, den wir eben gerade schon. Verdammt. Also ist jetzt der Strom weg oder nicht? Nee, der war ja weg für einen Tag. Und das hat dann als Folge gehabt, dass alles explodiert ist. Was ist jetzt mit dem Internet? Bisher ist das Internet noch gar nicht dabei. Komm, jetzt doch ein anderes Intro, oder? Ja, jetzt Duschszenen, das fängt an wie Onichanbara Bikini Samurai Squad. Erinnerst du dich, Mats? Ich kann mich nicht entsinnen, überhaupt jemals. Haben wir zusammen gespielt. Das halt ging genau so los. Das eine von dem Bikini Samurai Squad. Also das muss wahnsinnig heiß da drin sein. Das kann nicht sexistisch sein, das ist eine Frau. Überleg mal, wie viel Nebel da gerade war. Das, du erstickst doch da drin. Ich dusche auch immer so. Die Haut muss sich schon anfangen, ein bisschen abzulösen vom Fleisch. Nein, das ist richtig schön. Guck mal, da sind Telefone. Das ist Detox. Ah, geschmackvolle Gott, Wohnung. Was ist denn mit dem Lighting los? Was? Hä? Ja, das ist irgendwie gerade ein bisschen... Das bewegt sich so viel. What? Ich dachte, das wären so super kleine... Die Handys werden gigantischer in 100 Jahren. Ist sie ein Ghost in the Shell? Der hat Akzent. Wow. Okay, I'll run you through this again. All the personal information Net Justice manages is on their mother computer. They sell that information to use against people. They make criminal arrest records disappear and rewrite personal histories. Wow, okay, das ist auch eine andere Waffe. Rocket Launcher, ja. Ich dachte, es ist irgendwas Subtiles. Ah, nee, okay. Wow, ist ganz schön viel Aufwand. Ha? Das ist ein bisschen Niveau der Sprecherin von Samus. Aha, in Other M, ne? Ja. Aber ich finde es gut, dass wir sie noch kurz duschen gesehen haben. Sonst hätte ich das alles gar nicht verstanden. Für ihren Charakter, sie ist sehr sauber. Na, du musst ja sie ist extrem sauber, das stimmt. Warum sehe ich keinen Dreck auf ihrer Haut? Das gibt keinen Sinn. Ja, du musst halt wissen, dass es eine Frau ist. Ja. Das wäre so für mich jetzt nicht so erkenntlich gewesen. Und sie geht ans Telefon, auch wenn sie duscht. Das heißt, es ist ihr sehr wichtig, ans Telefon zu gehen. Wie Frauen das so machen. Oder duschen ist ihr sehr unwichtig. Die Sonnenbrille ist bei der Nacht- und Nebelaktion. Oh, let's go. Ja, ich bin sehr gespannt. Nee, Moment. Gleich bin ich sehr gespannt. Das würde ich schon richtig gut steuern. Oh. Sancho Poco? Direkt reflektieren. Kann nichts machen. Das ist ein richtig guter Sprecher. Ich finde schön, wie die Spannung da ist mit den ganzen Geräuschen und dem... Kannst du Start drücken? Ich finde das schon interessant. Sneaking Mission. Was glaubt ihr, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das ganze Spiel genau so aussieht? Aus genau diesem Flur besteht. 7 Stunden lang. Aber es spielt ja auch in der Zukunft. Aber wir gehen gleich in den Cyberspace. Ja. Mich interessiert tatsächlich, ob das... Ich bin nicht schon drin. Vollkommen left. Ja, also. Das ist Metal Gear Solid wirklich! Holy shit. Meinst du? Ja, Select to Communicate, ja, das ist doch der Codec. Also, wenn ich jetzt das drücke... Oh. Aber es wird doch spielerisch was anderes sein. Oh! Ist voll flüssig. Immerhin, da habe ich rausgekommen. Kannst du springen oder so? Ja, ungefähr 3 Zentimeter. Ich finde aber, das sieht aus wie ein okayer Sprung. Ja. Der sieht, okay. Ne, doch, geht doch. Das sieht wieder nicht mehr so lustig, so gut aus. Ich find, das sieht halt eher aus wie Crash Bandicoot. Ich finde die, guck mal, sie hat sogar eine Stopp-Animation, also wo die, wenn du jetzt so, Ja, und man kann ihren Po immer sehen, das ist auch. Nicht, wenn ich so spiele. Ich finde, das Charakterdesign geht doch noch. Woo! Oh, man kann ihn nicht hoppen. Das ist aber wirklich cool. Also ich finde die Animation echt nicht verkehrt. Wie ziele ich denn? Da macht sie irgendwas. Du! Oh. Ach so. Oh, den kannst du jetzt schocken. Oh Gott, dieses Bild in Bild ist... Dieses Bild in Bild ist ein bisschen too much. Use a gun to attack the security guard. Expert! You can move the aiming device using the right analog stick and attack with the circle button or R1 button. The probability of hitting the target lowers while moving.
Shoot okay. after you stop. Do it. Oh. Oh wow, ist wirklich nicht so accurate. Was macht denn dein Blitzdings? Hattest du, kannst du mit dem rechten Stick noch auf seinen Kopf jetzt zielen oder so? Ich sehe, nee, ich weiß, es hat ja so einen Autolock her. Ja, ja, genau. Okay. You did it, Tim. He's dead. Ah ja, okay. Aber hier kann ich nichts weiter. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, kein Angriff. Nicht? Das ist der Hacking vielleicht. Der Hacking. Ja, das ist der Hacking. Dieter Hacking. Oh, der Hacking-Handschuh. geh mal ganz nah ran von hinten und dann mach das mal. Aber ich soll dann Kreis drücken, wenn ich hinten dran stehe. Ja, der hat aber schon gar keine Ahnung. Ach, shit. Ja, guck mal. So viel dazu. Hat er sich erschrocken. Vielleicht ist das non-lethal. Also, okay. Ich glaube, dieses Spiel wirkt nicht so, als ob es da irgendeine Unterscheidung macht. Ja, open. Jetzt musst du bestimmt deinen Elektroknopf machen. You can check it out with the square button when you are close to the door. Na gut. Ja, okay. Worked. Das ist ja super. Hat funktioniert. Warte mal, war dann. Wow. Jawohl. Alter, wie cool ist. Also, so Kram hier mag ich ja voll. Geil. Oh, er hat's aber nicht gemerkt. Alter, I'm gonna get you! Also I'm gonna get you! Na, hörst du auf zu schießen? Nicht schießen! Ah, I did my best. Jetzt habt ihr schon sehr lange geschrien. Wir haben echt viel Munition, ne? Oh, stimmt. 680 Schuss. Man kann nicht. Der wehrt sich. Surrender, sagt er, wenn er sich hinter einer Kiste versteckt. Dass sie immer Woo macht, ist super. Stirbt er noch? Oh. Er ist dabei. Okay, cool. Oh, wie. Aber ich kann mich nicht bewegen in dem. Also im Sinne von. Das ist ja cool. Also ich möchte nur anmerken, dass Max Payne, glaube ich, 4 Jahre vorher erschien. Oder fünf oder so. War nicht Max Payne 1? Das ist mehr, 3 Jahre als ich vorher. Auch erwartet hätte hier. Ich finde es nicht. Also in dem gleichen Jahr, in dem das Spiel erschien, Half-Life 2. Das ist alles nicht so revolutionär, finde ich. Ja, aber kann auch trotzdem cool sein. Kann es nicht falsch sagen? Es kann auch falsch sein. Ich will nicht Falsches sagen. Findest du diese Bewegungsoption denn schlecht? Nee, aber auch nicht jetzt beeindruckend. Also ich denke immer, wenn ich so ein Spiel habe, von dem ich noch nie gehört habe, und da ist meine Erwartungshaltung halt quasi nicht vorhanden. Und wenn das dann solche Sachen macht? Ja, 2004 kam es. Also man muss halt, es ist halt kein unbedingt... frühes Spiel. Es ist kein frühes Spiel, genau. Es ist eher schon ein relativ spätes. Und kommt halt von Konami, was damals noch ein relativer Big Player war. Ja, aber also es erinnert mich tatsächlich auch bei den Animationen ein bisschen an Metal Gear, deswegen. Okay. Vielleicht gibt es da Zusammenhänge. Okay. Okay, es gibt Deckung. Kannst du aus dem Cover raus jetzt? Ja ne? Oh, wow. Das ist auch mehr als ich Games gedacht. Radar included is on the list. Of top shower scenes in games in 2008. Top das ist shower also eine Liste gewesen, ja? Wow. Okay. Das ist lustig. Aber auch most clueless box blurbs in history. Ich weiß nicht genau, was für ein Box blurb wir damit meinen. Die werden ja eine andere Packung gehabt haben. Als das hier. Stimmt, das stimmt. Aber normalerweise übersetzen die das so einfach. Ja, aber manchmal sehen die doch vom Style her total anders aus. Kamera. Also ich kann offensichtlich, aber auch nicht überall in Deckung gehen. Dieses Picture ist so dumm. Ja. Use Keycard. Vor allem, weil es wirklich nur ein Zoom ist. Ja. Yep. Good find. Ja. Shoot. Wie use it denn? Get close. Move up or down. Okay. Und dann muss ich. Ja. Das ist wirklich wie in Metal Gear. Ach, da ist mein Menü, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. Doch, das kommt mir doch bekannt vor. Ach, und das ist auch Bio. Ach, das ist der Bio Charge, den ich hier benutze. Nee, der Shock Taser, den habe ich hier benutzt. Ich glaube, das war Lebensenergie. Ja, okay. Das war deine Heilung. Du hast Shock Taser und Bio Charge gesehen? Boom. Was hätten Sie gerne als Süßigkeit zum Nachtisch? Bonbon. Take the bomb. Okay, ich weiß nicht. Ramon.
Jesus Christ. Obtain. Ist da eine Batterie drin? Nee. Sieht schon sehr nach einer Batterie aus. Ja, doch. To a wall, also die kann man irgendwo anbasteln, ETC. Weil es eine Explosion macht. Ja, Effects. Oh, der Text ist auch langsam. Kannst du ihn nicht skippen? Ja, doch, aber ich will ja wissen, was da steht. Ja, aber kannst du nicht das alles auf einmal erscheinen lassen? Nee, wenn ich drücke. Ach so. Das aber es fängt direkt auf. Mach weg, an. Mach weg, oh Gott! Da liegt noch was. Nee, ist nur Items, Kram. Nichts für dich. Nichts für dich. Jetzt müssen wir eine Wand finden, die du kaputt machen kannst. Eine Deko. Ich glaube, ich soll die. Okay, also sie soll ich nicht aufmachen. Irgendwas kaputtbares ist hier irgendwo. Who the hell? Aua. Ich spring cool aus dem Zimmer. Yeah. Ach so, ich wollte wieder kurz zurückspringen. Geh wieder rein. Smooth, Mats. Aber wenn du von ihnen wegrennst und schießt, dann schießt dann sie so unter daneben, ihrem Arm durch. Aber dann schießt sie auch sehr daneben. Ja, sie haben ja gesagt, dass das inakkurat wird. Kann ich hier sprengen? Brauche ich nicht, okay. Gleich ist mir so eine, das kannst du sprengen. Wie hier alles gleich aussieht. Man müsste halt diese ganze, die ganze Animation in ein cooleres, in eine coolere Umgebung stecken. Siehst du? Mit deinem Arm durchgeschossen. Das ist der Grey Fox Flur hier. Oh boy, stimmt. Warte. Sehr gut, Mats. Bei ihm kannst du nochmal machen. Drück aber auch. Ah. Psst. Er kommt. Psst. Er kommt. Oh, das ist krass. Er glaubt, wir sind ein T-Rex. Dass wir ihn nicht sehen können, wenn er sich langsam bewegt. Der hat die Duschszene nicht gesehen. Er wisst nicht, dass wir Frau sind. Ja. Ist es Frau oder T-Rex? Okay, also diese Attacke ist gar nicht mal so schlecht.